Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt hier zum heutigen Video. Ihr seht, ich bin nicht alleine. Ich bin zu Besuch beim Thailand. Ihr habt vielleicht schon den Vlog gesehen, wie wir zum Thailand ja nach Hause, nach Nürnberg gefahren sind. Und ich freue mich extrem, heute hier zu sein, Thailand. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich habe in Thailand, wir haben uns kennengelernt. Eigentlich waren wir Nachbarn, ne? Wir waren Nachbarn. Wir waren Nachbarn, dann hat man sich irgendwie mal gesehen. Er sah fresh aus. Ich hoffe, ich sah auch ganz korrekt aus. Und dann hat man sich dann irgendwie so ein bisschen connected. Und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt und einen Abend oder einen Tag kann ich auf jeden Fall nicht vergessen, weil das hat mir extrem viel Motivation gegeben, da danke ich dir auch nochmal für. Da waren wir am Phoenixsee, glaube ich, eine Runde spazieren oder sogar zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Ne? Auf jeden Fall hatten wir echt einen schönen Tag oder einen schönen Abend, das hört sich so ein bisschen so komisch an, so, ne? Aber wir hatten auf jeden Fall ein schönes Gespräch, das hat mir sehr viel Motivation gegeben und da hat er noch bei Borussia Dortmund in der zweiten Mannschaft gespielt. Und jetzt hat er sozusagen den Sprung geschafft in die zweite Fußball-Bundesliga. Und ich werde den Thailand einfach jetzt erstmal fragen, so, ja, wie das ist, ja, wie er Bundesliga-Profi oder wie er Fußball-Profi überhaupt geworden ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Los geht's. Ja, ich bin der Thailand, ich bin 24 Jahre alt. Ja, man kennt mich, weil ich Fußball spiele. Ich glaube, mehr ist das gar nicht. Und ja, ich freue mich auch, dass ihr heute da seid. Ich danke dir, ja. Dass ihr das Wochenende da seid und dass wir ja hoffentlich einen guten Spieltag morgen haben. Ich hoffe, ich drücke dir die Daumen. Spielen wirst du ja schon, hast du gesagt, ne? Das hoffe ich. Das ja, aber wir hoffen es auf jeden Fall. Da hast du ein gutes Bauchgefühl, sagen wir es mal so. Ja, Thailand, wie bist du Profi geworden? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie wir das damals hatten. Also hast du mir da ein bisschen was erzählt oder ich weiß gar nicht, wie bist du, du hast bei Düsseldorf eben gespielt, erzähl einfach mal. Genau, ja, ich bin in der U17, das ist die B-Jugend, glaube ich, bin ich nach Düsseldorf gewechselt. Wie jeder Jugendfußballer bin ich die Jugenden durchlaufen oder habe ich die Jugenden durchlaufen. Habe in der U19 einen Profivertrag angeboten bekommen bei der Fortuna. Weswegen ich auch echt dankbar bin. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, auch wenn ich nie so den Durchbruch dort geschafft habe. Aber ja, dann bin ich dort Profi geworden, Zweitliga-Profi. Habe zwar nie so die Einsatzzeiten gehabt, ich hatte einen Einsatz in der zweiten Liga, habe mich dann aber auch verletzt. Okay. Dann bin ich nach Dortmund gewechselt, weil ich ja, über Umwege mein Ziel erreichen wollte. Mhm. Und manchmal ist es ja einfach so, dass man einen Schritt zurückgeht, um dann zwei ja, nach vorne zu machen. Ja, habe immer an mich geglaubt, habe in Dortmund aber auch ja, gute Trainer gehabt und auch viel Vertrauen gespürt. Dann durfte ich eigentlich permanent oben trainieren, war auch mal im Kader bei den Profis, im Bundesliga-Kader. Und ja, dann bin ich jetzt im Sommer nach Nürnberg gewechselt oder letzten Sommer. Ja, und seitdem bin ich hier. Krass. Aber was du gerade gesagt hast, finde ich mega. Manchmal muss man im Leben manchmal einen Schritt zurückgehen und vielleicht zwei vor. Aber für mich jetzt so als Außenstehender ist das für mich eigentlich kein Rückschritt, von Düsseldorf nach Dortmund zu wechseln, oder? Wenn du in der zweiten Liga, wenn du zum Kader der zweiten Liga gehörst und dann erstmal in die zweite Mannschaft nach Dortmund wechselst, sind es zwei Ligen Unterschied. Ah ja, okay. Natürlich ist Borussia Dortmund eine andere Hausnummer als Fortuna Düsseldorf. Also auch kein Front, aber ja. Ich wusste einfach, dass man da vielleicht ein bisschen mehr im Fokus steht und dass man da ein bisschen mehr ja, beobachtet wird in Dortmund. Im Nachhinein kann man eben sagen, dass sich das ausgezahlt hat, aber es gibt auch genug Leute, die den Schritt machen und es dann ja, nicht so läuft wie geplant und dann könnte es auch, natürlich auch ein Rückschritt sein. Ja, verrückt. Also da muss ich wirklich sagen, am Ende des Tages würdest du sagen, du hast nichts bereut, das war sozusagen der richtige Weg. Wie würdest du sagen, dass, wie kann man das beschreiben? Dieser Wechsel stattgefunden hat. Also war das so, du hast dich verletzt so, du warst gerade irgendwie Profi, sag ich mal, bei Fortuna, hast dich dann verletzt und dann hast du gesagt, ich will jetzt wechseln oder wie ist das stattgefunden? Ach nein, also ich habe zwei Jahre war ich bei der Fortuna Profi und hatte, glaube ich, eine lange Zeit, wo ich nicht verletzt war. Und ich habe einfach damals einen Trainer gehabt, der nicht so auf mich gesetzt hat, beziehungsweise wo ich ja selber der Meinung war, dass ich vielleicht mal eine Chance hätte kriegen können, die ich nicht bekommen habe. Das ist manchmal im Profigeschäft so. Da bin ich auch nicht der Einzige und da bin ich auch niemandem böse. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich dann wusste, dass der nächste Step fällig war. Dass ich wusste, so wie es vielleicht im normalen Berufsleben so ist, dass man immer als Auszubildender gesehen wird bei der Firma, wo man ja, als Auszubildender zuerst seine Ausbildung macht, musste ich einfach den nächsten Step machen und ja, für mich war es, es war vielleicht nicht so einen direkten Rückschritt, aber für viele auf dem Papier vielleicht. Dann hat der Wechsel stattgefunden und so ist das eigentlich alles abgelaufen. Also ich wusste, dass der nächste Step irgendwie kommen sollte und deswegen war ich mir sicher, dass ich es machen muss. Geil. War das für dich damals absehbar, sag ich mal, als du bei Fortuna schon die ganzen Jugendabteilungen durchgelaufen hast, dass du jetzt Profi wirst oder kann man das gar nicht verallgemeinern, das sagen? Boah, das ist eine gute Frage. Absehbar war es nicht. Ich bin durch mehr oder weniger ein bisschen Glück nach oben gekommen, dadurch, dass ein, zwei andere Spiele ausgefallen sind.
Aber ja, wenn man hart für sein Ziel arbeitet und das Tag für Tag und das in seiner Jugend, glaube ich, verfolgt man schon das Ziel, irgendwo irgendwann dahin zu kommen. Und absehbar war es vielleicht nicht, aber ich wusste, wenn ich dranbleibe, dass vielleicht irgendwann die Chance oder sich eine Tür öffnet, das zumindest. Ja, ich finde das stark, aber ich kann mich wirklich an dieses Gespräch von damals noch erinnern. Da haben wir drüber gesprochen, boah, wie wäre das, wenn du irgendwann mal richtig so einen geilen Verein hast? Ich finde, Nürnberg ist ein mega geiler Verein, eine geile Geschichte, Verein, ein Riesenstadion, eine gute Fanbase. Also es ist schon, glaube ich, ein geiles Gefühl, da morgen um 13.30 Uhr aufzulaufen gegen Dynamo Dresden sogar noch, die auch eine große Fanbase wahrscheinlich mitbringen werden. Ne? Wie war das für dich, dein erstes Zweitligaspiel? Das hast du jetzt nicht bei Nürnberg gemacht, sondern bei Fortuna. Wie war das so? War das so nervös oder? Ich weiß noch genau, es war der 4.11. Jetzt die Frage, welches Jahr? Ja, ist jetzt nicht so wichtig. 2016, okay. 4.11.2016. Es war auch gegen Dresden. Ah, krass. Guter Zufall, aber ja, extrem nervös war ich. Es war vor 35.000. Ja, habe es nicht so richtig realisieren können in dem Moment. Auch ein bisschen zu verbissen gewesen, weswegen ich mich auch verletzt habe. Ich bin einem reingerutscht und das würde ich jetzt nicht mehr tun. War auf jeden Fall das etwas, was mir niemand nehmen kann, niemand wiedernehmen kann. Nee. War ein Riesengefühl und ja, ist schon ein cooles Gefühl, so da aufzulaufen zu dürfen. War das von Anfang an oder wurdest du eingewechselt? Nee, war von Anfang an. Ah, krass. Okay, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man irgendwie in der 90. Minute eingewechselt wird, drei Minuten einmal drauf hüpft. Ja, so, ne? Das stimmt. Hat das aber auch seine Vorteile. Das stimmt. Naja, gehen wir sich drauf ein. Thailand, ich habe den Kanal gestartet. Ich hatte ja damals meinen Kanal gehabt in Flex, wo ich so viel für Kinder, sag ich mal, was gemacht habe oder so für jüngeres Publikum. Die will ich natürlich auch noch erreichen, aber ich möchte junge Leute motivieren, den eigenen Weg zu gehen. Ja. Und es gibt bestimmt jetzt Leute, die das Video jetzt gesehen haben, die vielleicht irgendwo bei Fortuna vielleicht auch spielen, in der U16 oder wo auch immer. Was würdest du den Jungs und Mädels da draußen, sag ich mal, mitgeben wollen, dass die vielleicht auch den Weg zum Profi schaffen? Ich glaube, da gehört relativ viel dazu. Ich glaube, dass dieser Beruf echt, also dass man viele Opfer bringen muss. Das, was ich sagen kann, ist, dass man immer dranbleiben muss, dass Rückschläge immer kommen werden, egal in welchem Beruf das ist. Aber es sind Rückschläge, die vielleicht auch oft nicht zu kompensieren sind manchmal. Da muss man immer dranbleiben und muss immer weiter an sich arbeiten, weil man kann sich stetig verbessern und egal ob positive oder negative Erlebnisse, ich glaube einfach, dass man immer dranbleiben muss und immer an sich selber arbeiten muss. Und das ist einmal körperlich, dann ist es vielleicht technisch mit dem Ball und dann ist es aber auch mental. Das ist, das wird vielleicht ein bisschen unterschätzt in diesem Beruf, aber ich finde, dass das eine sehr, sehr, sehr große Rolle im Fußball einnimmt. Und ich glaube, es schaffen nicht immer die, die das meiste Talent haben, sondern ich glaube, die, die am weitesten im Kopf sind und alles richtig einordnen können. Ja. Letzter Punkt mit Mentalstärke, meiner Meinung nach extrem wichtig. Hast du da jemanden, der dich da irgendwie supportet oder hilft mental? Ja, ich kann es auch, also ich wusste nicht, ob ich es öffentlich machen sollte, okay. Aber ja, ich habe einen Mentaltrainer, also schon etwas länger, aber jetzt seit diesem Jahr oder seit, lass mich nicht lügen, 7 Monate arbeite ich jetzt mit einem Mentaltrainer zusammen, einmal die Woche. Es ist aber jetzt nicht so wie ein Hobbypsychologe oder sowas, sondern wir gehen einfach Sachen durch, wenn bestimmte Situationen auftauchen, wenn bestimmte Situationen passieren, mit denen man in dem Moment vielleicht nicht umgehen kann. Und ich glaube, es hilft einem und man könnte darüber auch eigentlich viel offener reden, weil es ist nichts. Ich glaube, es zeigt eher Stärke, definitiv, über sowas zu reden. Ja. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass es positiv ist, wenn man immer auf alles eine Lösung hat. Aber ich glaube, dass das die meisten Menschen nicht haben. Und deswegen ist es gut, sich mit allem zu beschäftigen und einfach zu wissen, dass man was man machen muss in Situationen, wo man vielleicht nicht sofort die Antwort oder die Frage drauf hat. Ja. Ja, ey, mega. Es war schon ein spannender Einblick. Vielen, vielen Dank, Tyler. Wir werden noch 2, 3 weitere Videos jetzt hier aufnehmen zu ganz anderen, unterschiedlichen Themen. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr über Tyler wissen wollt. Ich habe da ein paar Fragen rausgesucht. Ich freue mich morgen extrem aufs Stadion. Wie gesagt, wir werden jetzt noch ein bisschen was aufnehmen. Lasst doch ganz gerne mal dem Kanal ein kostenloses Abo da. Würde mich sehr freuen. Checkt den Kanal von Tyler aus. Instagram würde ich sagen, am besten verlinken wir, oder? Das wäre lasst da gerne Liebe da. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich danke dir für deine Gastfreundschaft gerne, schon mal gerne. Und dann sehen wir uns die Tage in einem neuen Video wieder. Mach's gut. Ciao.